Hallo Kinder, schaut mal, was ich hier gefunden habe. Ein Herz, ein richtiges Herz aus Plüsch. Das lag auf der Wiese und da habe ich das mitgenommen. Okay. Das lag auf der Wiese und daneben lag, ja, eine Prinzessin. Ich glaube, das war die Prinzessin Annegret. Ihr kennt die sicherlich schon. Und das ist eigentlich das Herz, womit sie gerne kuschelt. Nun, das sie niemals verschenken wollte. Aber weil sie geschlafen hat und geträumt und das Herz da so rumlag, habe ich es mitgenommen. Und die Prinzessin, die hat bestimmt noch ein anderes Herz. Und wenn sie das hat, dann braucht sie das ja nicht. Da bist du Dieb. Ich, ein Dieb? Nein. Doch, du hast mein Herz gestohlen. Nein, das lag da auf der Wiese, ganz allein. Ja, aber ich lag daneben. Ja, schon, kann schon sein, aber das Herz, das will ich doch verschenken. Auf keinen Fall, gib mir das bitte wieder zurück. Das ist mein Herz. Nein, das schenke ich der Großmutter von Rotkäppchen. Rotkäppchen ist nämlich gerade vorbeigegangen und hat einen Korb mit Kuchen zur Großmutter gebracht. Weißt du, wegen dem Muttertag. Ja, schon. Muttertag ist was Tolles, weil die Mütter, die sind immer so fleißig und deswegen muss man denen was schenken zum Muttertag. Das finde ich schon richtig. Aber bitte nicht mein Herz. Ich kann dir ein Lied singen und dann gibst du mir mein Herz wieder zurück. Ja, wie wäre das? Meinetwegen, dann sing doch mal ein schönes Lied. Wolf, du hast mein Herz gestohlen. Gib es wieder her. Gib es wieder her. Sonst werde ich die Hexe holen und die haut dich sehr her. Sonst werde ich die Hexe holen und die haut dich sehr. Na, war das toll? Ich kenne das ein bisschen anders, aber egal. Naja. Aber jetzt musst du mir das Herz wiedergeben. Nein. Ich kann dich auch in den Popo treten. Dann gebe ich dir das erst recht nicht. Und ich trete dich ganz fest auf den Schwanz. Na gut, hier hast du dein Herz wieder. Danke. Das ist nämlich mein Ein und Alles. Mein einziges Herz. Ich habe kein anderes. Aber was machen wir jetzt? Wir wollen doch der Großmutter was schenken. Du kannst ja Blumen pflücken. Oh ja, das kann ich gut. Eine gute Idee. Okay, aber bevor wir Blumen pflücken und dann zur Großmutter gehen, sagen wir den Eltern von den Kindern auch noch etwas. Danke, liebe Mamas, dass ihr so fleißig seid. Ja, danke und alles Gute zum Muttertag. Ja, alles Liebe und Gute zum Muttertag, eure Prinzessin Annegret und euer Wolf. Tschüss. Tschüss.